Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist die Tage, was passiert, wo eigentlich keiner von uns mehr wirklich dran geglaubt hat. Es sind neue Stage 6 Holme rausgekommen. Und da ich seit vielen, vielen Jahren da ein begeisterter Fahrer von diesen Holmen hier bin, habe ich mir natürlich gleich als einer der ersten die Dinger zugelegt und zeige euch heute mal, was man da bekommt, was es noch für Alternativen gab und wie meine Erfahrungswerte dazu einfach sind. Also seid gespannt. Wie ihr jetzt hier schön seht, das ist das MK1 Fork. Also so mit die erste Version, die sie rausgebracht haben. Die habe ich mir gekauft 2011 oder 2012. Also habe in den nun fast 12 Jahren einige Kilometer damit abgespult und möchte die nicht mehr missen, wirklich. Ich bin vorher immer Rennstrecke mit originalen Holmen gefahren und als ich mal auf die hier umgestiegen bin, das war einfach eine ganz andere Welt. Und seither bin ich da einfach ein Fan davon. Ich habe über die Jahre alle möglichen Hersteller ausprobiert. Hier zum Beispiel, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, von Doppler, eine Gabel von, also die Gabelholme von Doppler, auch härteverstellbar. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht, aber die kamen nicht daran ran. Dann bin ich auch noch das Malossi-Fahrwerk gefahren. Auch das kam da einfach nicht dran. Und deswegen bin ich schon immer jetzt wirklich ein begeisterter Fahrer der RT-Holme. Es gab zwischenzeitlich auch noch sowas hier mit 33 mm Gabelholmen anstatt 30 mm und etwas tiefer gesetzt. Das war gedacht für Sprintrennen. Auch hier konntest du Härte und Druckstufe, also Zug und Druckstufe jeweils verändern. Auch geile Sache, aber das war dann eher wohl fürs Sprinten gedacht. Oder ich kann euch nicht genau sagen, für was die das damals genau gedacht hatten. Das wäre jetzt eine Version für den Malaguti F12 müsste das gewesen sein. Ja, habe ich mir auch mal zugelegt vor einigen Jahren. Mittlerweile ist das Zeug ja ultra selten und umso mehr habe ich mich wirklich gefreut, dass jetzt da eine MK2-Version rausgekommen ist. Und die mache ich jetzt mal auf und dann vergleichen wir das mal untereinander. Und dann gebe ich euch mal noch ein paar Erfahrungswerte zum alten Stage 6 Fork. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich packe sie wirklich zum allerersten Mal aus. Aha. Stage 6 typisch, wieder sehr hochwertig, auch sehr hochwertige Verpackung, obwohl es ja das eigentlich nicht braucht. Ne? Aber die gehen halt wirklich auf Nummer sicher, dass da nichts beschädigt wird. Aha. Sogar jetzt mit Inschrift graviert. Das gab es früher nicht, dafür gab es so kleine Aufkleberchen. Und auch hier kannst du natürlich wieder Härte verstellen, Zug- und Druckstufe. Diesmal kann man da irgendwie sogar Luft reinpumpen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also so stand es zumindest in der Artikelbeschreibung. Da ist Stickstoff gefüllt. Man könnte da den Druck ablassen über das Ventil oder sogar erhöhen, wenn man das möchte, und macht das Ding dadurch härter. Außerdem kannst du es noch einstellen und natürlich oben. Die alten Holme kannst du oben übrigens auch einstellen, sowohl hier. Also sie haben sich da schon ein bisschen dran angelehnt an den Holmen von früher. Finde ich sehr cool. Wie gesagt, ich war da einer der Ersten, der sich das Ding zugelegt hat. Sie haben sich die Dinger auch wieder, aha, da braucht man Abstandshalter für die Felge. Sie haben es wieder auf Originalbremssattel ausgelegt. Das war bei der MK1 Bremse genauso. Und dann konntest du mit einem Adapter zum Beispiel auf eine 280er Scheibe gehen. Oder du hättest hier noch einen anderen Adapter gesetzt und wärst auf 4K Bremssattel gegangen. Damals gab es ja die 4K Bremssattel noch nicht, als das Zeug hier rauskam. Da bist du standardmäßig immer den originalen Bremssattel gefahren, so wie ich ja jetzt noch. Und ich muss sagen, ich finde es sehr cool, dass die sich da an den alten orientiert haben. Noch cooler wäre es gewesen, hätten sie dieses Grau wieder hier übernommen. Aber gut, die werden sich da schon was dabei gedacht haben. Ansonsten Verarbeitung wirklich sehr, sehr gut. Wenn man jetzt überlegt, ich fahre diese Holme hier seit
2012 und bin damit unzählige Stunden Rennstrecke, Verkehrsübungsplatz, freie Flächen und damit gefahren. Also habe die Dinger wirklich hergenommen. Und schaut euch die mal an. Die sind immer noch dicht. Die funktionieren immer noch einwandfrei. Ich habe da noch nie Öl tauschen müssen, Simmering tauschen müssen, nichts. Einmal haben sie leider einen Sturz mitgemacht und sind da ein bisschen angeschrammt. Das tat nicht nur mir weh, weil ich gestürzt bin, sondern das tat auch den Holmen weh. Das hat mich über die Jahre sehr viel geärgert, weil du kannst die ja nicht einfach wieder nachkaufen. Genauso hier, der Aufkleber war mal beschädigt, ja, den konnte ich gar nicht nachkaufen. Gab es einfach nicht mehr. Und deswegen cool, dass es jetzt wieder neue Holme gibt. Da war ich natürlich, könnt ihr euch denken, ich habe das gelesen und keine 10 Minuten später habe ich die bestellt gehabt. Mittlerweile sind sie ja schon wieder ausverkauft. Also echt krass, da sieht man mal, wie viele Leute da drauf eigentlich gewartet haben. Na, ob die jetzt dieselbe Qualität haben wie die alten, das wird sich zeigen. Ich werde die natürlich dann auch im Laufe der Zeit auf einem Projektroller verbauen und dann mal testen. Dann kann ich euch da mehr dazu sagen. Das wird aber natürlich eine Zeit lang dauern. Jetzt denkt sich der eine oder andere, das sind doch so Halter dran fürs Schutzblech. Gibt es die bei der neuen auch? Gibt es natürlich auch. Ich habe natürlich vergessen, die zu bestellen, wie immer. Ich habe es jetzt nachbestellt. Der obere Halter habe ich jetzt mitgekriegt, ist kein Problem. Da kannst du dein Schutzblech wieder problemlos montieren. Hier unten gibt es jetzt leider ein kleines Problem, denn du kannst ja auch hier eine Klemme rummachen, aber jetzt ist der Ausgleichsbehälter im Weg. Das heißt, du musst da das Schutzblech in dem Bereich etwas anpassen. Ich habe schon gesehen, wie es angepasst wurde von manchen Leuten. Das siehst du, wenn du es nicht weißt, siehst du das eigentlich gar nicht. Also es ist wirklich nicht so tragisch. Oder du fährst halt ein anderes Schutzblech. Kannst du auch. Aber richtig cool, was die sich da einfallen lassen haben. Und vor allem, dass wieder welche rauskamen. Vielleicht gibt es im Sommer, also angeblich soll es im Sommer nochmal wieder welche geben. Vielleicht hole ich mir dann sogar noch einen zweiten Satz. Man weiß ja nie, wann da mal wieder welche kommen. Auf die haben wir jetzt auch 15 Jahre lang warten müssen. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber das müssten 15 Jahre oder so gewesen sein. Also schon krass. Ja, so jetzt noch ein kleiner Erfahrungsbericht zur alten. Ob wir das jetzt eins zu eins auf die neuen übertragen können, wird sich zeigen. Aber ich muss wirklich sagen, erstens mal, schaut euch mal an. Die sind immer noch wie neu. Ich bin die wirklich, wirklich viel gefahren und habe sie auch wirklich ganz schön rangenommen. Ne? 120, 140 Tacho auf der Rennstrecke, Dauerbetrieb, 30 Runden am Stück, bis der Tank leer war, alles. Wirklich nie was dran gemacht. Ich habe sie mal natürlich jedes Jahr einmal geputzt, ne? Dass da auch kein Dreck durch die Staubkappe weiter reinkommt und so. Ich habe einfach ein bisschen drauf geachtet und die sind immer noch eigentlich wie neu, kann man sagen. Und man muss wirklich sagen, ich bin von der originalen Gabel, also von den Originalholmen, auf die hier umgestiegen und habe eigentlich nur Härte sowie Zug- und Druckstufe auf Mittelstellung gelassen und das hat völlig gepasst. Ist der Roller früher immer gehüpft auf der Rennstrecke, wenn Bodenwellen hintereinander kamen oder Schlaglöcher? Federt dieses Federbein, also diese beiden Federbeine, das wirklich super weg. Du verlierst nicht den Kontakt zur Straße oder der Roller schaukelt sich auch nicht auf. Wirklich, dadurch, dass ich es mal so direkt im Vergleich miteinander getestet habe, war ich damals wirklich begeistert. Ich habe mich damals wirklich geärgert, dass ich mir da nicht noch einen Satz zugelegt habe für irgendeinen anderen Rennroller, weil es gab ja dann viele, viele Jahre keine mehr. Und deswegen, ja. Ich bin froh, dass es jetzt wieder welche gibt. Und wenn die das halten können, was die Alten geschafft haben, dann ja, können wir uns alle freuen, dass es die jetzt auf Dauer gibt. Die sind übrigens nicht limitiert. Das heißt, die gibt es auch weiterhin. Wahrscheinlich sind sie auch die nächsten Male ziemlich schnell ausverkauft. Aber ich denke, Scootertech wird das sehr schnell nachlegen, wenn da so eine Nachfrage ist und bald wieder welche auf den Markt bringen. Finde ich wirklich cool. Das ist wirklich mal ein Gewinn für uns alle und wir können alle wirklich dankbar sein, dass es jetzt wieder ein vernünftiges Fahrwerk gibt, wo jeder jetzt seinen Roller damit upgraden kann. Ja, und das soll es eigentlich zu den neuen Holmen gewesen sein. Wir werden sehen, was die taugen.
Ich freue mich schon drauf, die auszuprobieren. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald, Leute.